So, ich laufe jetzt einfach ganz wagemutig einfach einmal rum. Nein. Ich will mal Autolaufen anmachen. Hast du einen gefunden, oder was? Was gefunden? Ein Spieler, weil du echt... Ich hätte gerade gedacht, du hast gerade Hi und Yes gesagt. Nö. Okay. Einbildung. Oder so. Hey, lustig, bei der DayZ-Karte wird Werbung für die Tschechische Republik gemacht. Finde ich irgendwie ganz cool. Kann man eben, wenn wir hier gerade hocken, die Zeit nutzen und meine Waffen neu laden. So, machen wir. Wäre aber auch ganz cool, wenn ihr mir ein bisschen entgegenkommt. Ja, wir grasen noch das eine Haus ab und dann geht's los, weil das kann auch noch waffentechnisch was drin sein. Ja. Weißt du ungefähr, wo du bist? Unten an der Ecke. Ecke am Zipfelchen also. Ja, da sind zumindest gerade die Inseln. Ich kann es nicht ganz genau sagen, aber da so die Richtung muss das sein. Ja, ja. Also wenn ihr von da aus loslauft, dann tippe ich mal, dass wir uns in Solnici oder irgendwie so treffen werden. Ja. So, wir nehmen eben noch das Krankenhaus. Geh schon mal. Oh, Zombie. Du bist dran. Ich nehme eben fix noch die drei Garagen hier auseinander, dann komme ich mit rein. Auf. Wie viel? Schraubendreher. Oh, ja, Zombies. Mal gucken, jetzt kommt hier gerade das nächste Dörfchen. Mal gucken, ob ich da vielleicht ein oder zwei Schuss finde. Alter, was ist jetzt los? Weiß ich nicht. Zombie. Anschmied. Boah, sind wir schon wieder wenig auf dem Server. Ja, irgendwie sind gerade wieder welche Witz, ne? Oh Mann. Müssen alle ins Bett. So treffen wir ja nie welche. Na Junge, du stirbst auch so, mach mal keine Sorgen. Sag nur Glitch. Hey, guck mal, ne SKS. Ja, aber irgendwie... Für den Spannungsbogen finde ich das dann doch schon sehr viel cooler. Ja, freilich. Ja, ich komme jetzt ins Gebäude mit rein. Ja, ich habe eine SKS aufgenommen und trotzdem meine Muse noch. Wusste, dass das geht. Geht es nur manchmal durch Zufall oder? Ich habe es mal gelesen, dass es das irgendwie funzt. Kannst sie halt nicht wechseln, die Waffen, ne? Nee. Darf ich deine Nahkampfwaffe wegschmeißen? Oder? Mhm. Da liegt Munition. Musin. Jetzt sag uns doch mal, wie du das machst. Ja. Du musst keine Waffe in der Hand haben. Aha. Die Waffe anvisieren und mit F aufnehmen, dann nimmst du die nur in die Hände. Da liegen noch vier Schuss, willst du auch noch mitnehmen? Da, nee, kein Platz mehr. Okay. Ist da jetzt eigentlich Munition drin? Na, jetzt lauf doch mal, hallo. Kann man dann mehr als genug Waffen mit sich rumschleppen, so wie meiner einer gerade. Ja, gut zu wissen, dass... Mosin auf dem Rücken, eine Magnum im Rucksack, eine abgesickte Schrotflinte im Rucksack und die SKS in der Hand. Oh, das wenn ich gut. Jetzt beim Laufen nicht klappere, dann wundert mich das selber. Und das bist du hier, Mann. Ich hab jetzt gerade Kameshubo verlassen. Absicht gemacht. Freunde? Jawohl. Mhm. Muss doch gelästig erschrecken. Schrecken? Ja. Zweifelsfall schießen. Hier ist noch Muni für die SKS. Davon habe ich doch so viel. Also egal. Da ist noch welche mit. Du willst doch bestimmt das Ding haben. Oder jetzt doch nicht, keine Ahnung. Also ich würde mal eine SKS nehmen nachher. Ja, dann. Ist okay. Also wenn ich die bis zu dir transportiert kriege, ist das alles super. Ein paar Schuss habe ich auf jeden Fall auch noch. Falls schmeiße ich die vier Schuss für die Mosin raus und habt ihr die, nimmt es ab. Ja, Flo, auf geht's, hau mal ab. Gut, jetzt hat die SKS auch einen Scope.
Ich hab, glaube ich, auch noch ein Scope dabei. Nee, hab ich ja gegeben. Alkohol. Besauft zu. Ich dahin geschmissen. Aha, ist aber nur noch 90% voll, ist also 10% selber gesoffen. Nee, ich habe meine Wunden desinfiziert, falls ich welche hätte. Ich weiß nicht, ich hab's einfach mal gemacht, weil gerade Zombies ankommen. Ja, manchmal ist es tatsächlich gar nicht verkehrt. Ich habe noch eine ganze Buddel drin, deswegen. Ja. Ja, auf dem Bus brauchen wir glaube ich nicht warten. Sweet. Meinst du? Boah, ja, kann man schon sagen. Sei denn, du findest jetzt einen funktionierenden. Nee, leider nicht. Also würde ich zumindest ausschließen. Wo läuft denn da hin, ey? Ja. Aua. Korrekt. Alter. Irgendwo ist noch einer. Ich dürfte jetzt gleich am Wrack ankommen. Im Schiff? Ja. Oh. Jetzt schon. Das ist auch ein anderes. Warst du gerade mal in der Grube? Müsste hier sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich sehe es noch nicht. Aber ich meine, es ist hier. Das ist unterhalb von der Stadt, wo wir gerade sind. Ja, ein bisschen durch den Wald. Es gibt eins an der Ecke. Unten. Ja, an der Ecke. Ich dachte, du meinst oben bei deren Team. Nein. Ja, gut. Ja, nee, also man kann sie definitiv nicht gegen die Axt tauschen. Schade. Den kannst du nicht gegen die Axt tauschen? Ein wandelnder Waffenladen. Ja. Nur Juvis Knifte konnte ich nicht mitnehmen. Die war im Arsch. Also nicht in meinem. Ist er draufgefallen? Ja, könnte sein. Oh, ich habe hier einen Bus gefunden, aber der ist nicht mehr intakt. Ja, dann sieh zu. Ich glaube, hier lag das Wrack, oder? Ich krieg nasse Füße. Pfui, Eine Wrack bei den Inseln da, oder? Ja, genau. Brennst denn du? Ich bin hier. Jojo, ich bleib auf der Seite, also. Muss eigentlich fürchterlich unangenehm sein mit einer Sonnenbrille und einer Gasmaske. Ja, ne? Voll in die Nase schnüren. Ja, aber das ist ja noch nicht, dann habe ich mich geirrt. Also, weil ich die nächsten Patch Notes gelesen habe, sollst du, glaube ich, keinen Helm und eine Gasmaske mehr gleichzeitig tragen können. Weil das ist sinnfrei, das kann man so auch. Ja, also wenn ich das richtig gelesen habe, ich kann mich jetzt auch runnen. Ne? Vielleicht kannst du irgendwie keine Sonnenbrille unten eine Gasmaske mehr tragen oder irgendwie sowas. Das würde ja wenigstens noch Sinn machen. Ja, jo, freilich. Die Sonnenbrillen, die sind bisher auch nur just for style, oder nicht? Ja, natürlich. Wären eigentlich praktisch Text der Sonne, ne? So ein bisschen. Also, wenn die in der Ego-Perspektive die Sonne abhalten würden, dann wäre das schon ganz cool. So einer Ego-Perspektive ein bisschen dunkleres Bild. Vorsichtig, wir haben einen Hillbilly auf dem Server, ne? Echt? Oh. Nicht, dass er mir gleich in den Hügeln begegnet. Na, er kommt dann mit so einer Gitarre. Bang, 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 bang. Der verkloppt dich mit dem Banjo. Genau, Banjo. Latzhose an, Strohhut auf und ein Banjo. Ich mach eine Mistgabel auf dem Rücken. Genau. Das wäre ganz cool. Hallo. Also wollen wir die Waffen mal einstecken, sind wir einen Schritt schneller. Du nicht? Kann er ja nicht. Ach so, hey. Ich kann ja Polo. Okay. Machen wir, ne? Und? Boah, es ist ein bisschen lästig, weil ich hier irgendwie jetzt die Küste schon in den letzten paar Tagen 3 oder 4 Mal abgelaufen bin. Immer wieder mit einem neuen Char, oder? Nee, 2 Mal mit dem gleichen? Nee, 3 Mal mit dem gleichen. Kommt davon, wenn man immer irgendwelche Leute einsammeln muss, ne? Also, wie jetzt eben auch. Nur, dass das jetzt mal andersrum ist. Ja. Durchaus. Meine Fresse, zuckt der Kerl, wenn er zielt. So, was machst du für Faxen da, ey? Mach ich gar nicht. Kannst nicht schießen. Alter! Jetzt wär's gekommen. You are dead. Nein. Für mich wie auf dem Franzosen-Server mit gebrochenen Beinen. Die haben auch immer knapp daneben geschossen. Trotz Zeitlupen-Modus.
Zu viele Painkiller gefressen oder was? Lamex Pain. Erstmal schön mit Drogenfall pumpen und dann geht auch alles in Zeitlupe, wenn man das will. Bei Postal war es Catnip. Das kann sein. Zeitlupe. Mhm. Boah, ich hab das Fenster gerade hinter mir weit offen, das wird langsam ein bisschen kalt. Ja, da machst du? Ja, ich kann gar nicht. Seht das, wenn ich mich jetzt irgendwo hinhocken will, ne? So. Die SKS vor mir liegen, die Schrotflinte in der Hand und oh Gott. Ja, wir sollten uns ja hoffentlich bald mal treffen. Also. Magnum kann ich auch momentan nicht durchladen. Weil die noch im Polster steckt. Kannst du den nicht so nachladen? Manuell? Im Inventar? Eigentlich ja, schon. Theoretisch schon, aber dann müsste ich die erst wegschmeißen, dann aus dem Holster poolen und dann kann ich das. Du kannst das komplette, du kannst ja den Magnum ins Holster und das Holster kannst du ins Inventar zählen, das spart zum Platz, quasi. Ach so. Okay. Weiß nicht, Juvi, hast du eine Handfeuerwaffe? Nein. Siehst du, dann kann ich Juvi theoretisch entweder seine Tactical Vest wiedergeben oder die Magnum samt Holster. Man kann so viel Kari. Wir sind hier. Bahnübergang. Wir sind jetzt oben bei dem Schiffswrack im Norden. Berenzino. Ja, ein bisschen nördlich von Berenzino. Ja, alles klar. Seht ihr schon, wir treffen uns an unserem Ausgangspunkt. Ich bin Richtung Solnitschi jetzt unterwegs. Die Schilder weisen schon dahin. Hilfe, Zombies. Aber im nächsten Wald, den esse ich mal eben was, so, ne? Alles klar. Willst du auch was haben? Ne, ich hab genug dabei. Müssen wir gleich mal gucken, wohin wir dann als nächstes gehen. Hier im ersten Baum stehe ich. Der Grüne im Grün. Könnt ihr jetzt voll ins Ohr schießen? Dann höre ich nichts mehr. Nehm auch die Scharotflinte. Das sagt man nur auch nichts mehr. Die ist ja nur ganz leise. Ja, Kurt Cobain Level, rums. Lass mal ein bisschen mehr. Kann mein Inventar schon mal wieder ausmisten. Taufzwille. Solnitschi. Ich hab sogar noch eine Flasche zu trinken für Juvi. Oder hast du eine? Ja, ich hab zwei. Achso. Ich hab drei. Na, dann kannst du ihnen eine geben. Sag ich ja. Komm, Kuddel in die Hand. Guck. Alles reingeworfen eben. Gibt's denn zur Litschi irgendwas Interessantes? Nee, eigentlich nicht, ne? Mhm. So, komm weiter, geh. Da gibt's, glaube ich, nicht mal eine Polizeiwache oder irgendwas. Ne. Boah, es ist Ruhe aus dem Wohnzimmer. Ist Jamie's Next Topmodel vorbei? Mhm. Ich verstehe gar nicht, warum du nicht mitguckst. Eine schöne Sendung. Dann würde ich jetzt sofort machen. Also, wenn es jetzt kommen würde, würde ich es jetzt gucken. Komm. Mal ganz ehrlich, wir haben hier auch sowas wie Germany's Next Topmodel. Vom Dürregrad her, Zombie-Model. Haha. Nicht so viel. Und nach dem Bahnübergang liegt noch ein Militärhubschrauber. Vielleicht liegt da was. Cool. Militärzombies. Da habe ich das noch nicht angesprochen, aber. Naja, da habe ich sowieso noch nichts gefunden. Davon ab. Stimmt, da vorne. Gesoffenes Ding. Es werden wieder ein paar Leute mehr auf dem Server. Jo. Ja, Tom und Max. Die beiden, wer kennt sie nicht? Das sind Tom und Jerry. Und Max und Moritz, ja.
Rum dum 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 dum. Und verkackt. Nein, doch nicht. Ist wohl nix. Alles klar. Ich null, nada, in der Jendeschicht. Also mal ehrlich, in der Tanke habe ich noch nie was Gescheites gefunden. Doch, eine Banane. Ja. Yay. So, jetzt muss ich mal kurz das Fenster ein bisschen ranmachen. Das waren die Glocken, die geläutet haben. Leute, lasst euch sagen. So kalt ist es schon. Jetzt habe ich jetzt gerade elf geschlagen. Vor uns hat es wirklich. Ja, das stimmt. So, also, es kann jetzt gleich weitergehen, so. Alles klar. Midi, gibst du, du bist Nachtwächter. Was hab ich? Du bist. Nachtwächter. So, my friends, ich bin an der Factory.